Nein, das ist ja ohne Frage für Patienten belastend. Da brauchen wir gar nicht drum rumzureden. Die Frage ist nur, wie kann man das wirklich abstellen, ohne dass Sie in irgendeiner Form dann die Zugänge so eng machen? Frau Dovidal. Herr Dr. Gassen, Sie haben eben gesagt, wenn was Akutes auch tatsächlich ist, dann kriegt man einen schnellen Termin. Die Erfahrung mache ich ganz anders, persönlich im Bekanntenkreis und auch bei Recherchen. Und zwar ganz speziell zu dem Thema Kinderärzte. Ich habe eine ganz ähnliche Geschichte gemacht vor 2 Jahren mit ähnlichen Fällen, wie der, den Frau Leite geschildert hat. Und die ging aber noch um einiges darüber hinaus. Es waren eben nicht U-Untersuchungen, wo kein Termin gekriegt wurde, sondern das waren Eltern, die haben für ihre Kinder keinen Kinderarzt gefunden und die Kinder hatten ganz akute Dinge. Die hatten zum Beispiel eitrige Bindehautentzündungen und solche Sachen und kriegten dann trotzdem keinen Kinderarzttermin. Und es wurde ihnen gesagt, wir setzen sie noch nicht mal auf die Warteliste, weil die selbst schon so voll ist, dass wir sie dann nicht mehr unterbringen können. Und genau dasselbe gibt es aber eben nicht nur bei Kinderärzten, das erlebe ich ganz oft auch in anderen Recherchen, bei Dermatologen, bei, was weiß ich, Orthopäden oder so. All jenen, die typischerweise diese langen Wartezeiten haben, dass denen gesagt wird, wenn sie doch so dringend kommen möchten als Kassenpatient, dann nehmen sie einen Selbstzahlertermin wahr. Bezahlen sie dafür, dass sie schnell kommen dürfen, 150 Euro, und dann kommen sie vielleicht morgen schon dran. Das scheint ja ein Trend zu sein, dass die Kassenärzte das immer mehr machen. Und da sagen auch zu Recht die gesetzlichen Krankenversicherungen, da werden die Patienten unter Druck gesetzt. Das findet wirklich statt. Also Herr Professor Gräske, darf ich Sie mal mit in die Runde nehmen? Und auch Herr Lanzendörfer, Sie als praktischer Arzt. Darf man das eigentlich so als Kinderarzt oder auch als Hausarzt sagen? Aufnahmestopp. Wir nehmen keine neuen. Also ich halte das für einen Skandal, muss ich sagen. Es ist so etwas, wo Herr Gassen vorhin auch gesagt hat, wir fragen unsere Versicherten, es sind nicht Ihre Versicherten. Wir haben eine Patientenorientierung in diesem System und es sind sozusagen Patientinnen und Patienten, wo Sie die Verpflichtung haben, auch als Vertragsarzt diese Patientinnen und Patienten zu behandeln. Und Herr Spahn hat etwas über Anreize gesagt, völlig richtig. Aber ich glaube, man muss mal, als Wissenschaftler sind wir das gewohnt, auch mal analysieren, was sind das für Anreize, die da vielleicht eine Rolle spielen, damit etwas schiefläuft, damit das passiert, was hier gerade geschildert worden ist. Das sind negative Anreize, es sind Verteilungsanreize, wo Ärzte sozusagen vor allen Dingen, wie auch in Berlin, wenn sie in Mitte sind, dann haben sie keine Probleme, Ärzte zu finden. Wenn sie schon in Spandau sind, gibt es schon Probleme, Kinderärzte zu finden. Das heißt, man muss sich doch fragen, wo lassen sich Ärzte bevorzugen? Vorzug nieder, da wo diejenigen sind, die auch möglichst häufig in der privaten Krankenversicherung versichert sind, da wo man möglicherweise auch noch die sozial stärkeren Patientinnen und Patienten hat, da wo wir möglicherweise auch noch, was ja in Arztpraxen immer wieder passiert, auch dann aus den sogenannten IGEL-Leistungen, also individuelle Gesundheitsleistungen, das eine oder andere verkaufen kann. Das heißt, wir haben eine Situation. Kann man das einem Arzt denn übel nehmen? Der hat 10 Jahre in seine Ausbildung investiert, muss erst mal ein Einser-Abitur hinlegen, nicht jeder kriegt es vom Papi bezahlt. Dann sagt er, ja, wenn ich jetzt bei einer karitativen Einrichtung arbeiten wollte, hätte ich das getan. Ich wollte aber mit einem Beruf Geld verdienen. Es geht doch nicht ums Übernehmen. Es geht darum, dass man auch Verpflichtungen hat, auch denen gegenüber, für die man da ist. Und ich denke mal, das Medizinsystem ist zunächst einmal für die Patientinnen und Patienten da. Ich will Ihnen nur aus der Evidenz, das würde ich Herrn Spahn noch anraten. Sagen Sie mal, was das heißt aus der Evidenz? Auf die Evidenz zu gucken, auch auf das, was ich an Daten habe, das, was ich an Erkenntnisse habe. Wenn ich gehört habe, da muss jemand 3 Monate auf eine Diagnose warten, beziehungsweise auf den Befund, dann wissen wir aus finnischen Studien, dass sich nach etwa 4 bis 6 Wochen, wenn die Frauen zum Beispiel keine Befunde haben, die Selbstmordraten erhöhen. Weil man genau in dieser Unsicherheit ist, die Sie gerade geschildert haben. Ich würde das nicht aushalten. Die Frauen halten das nicht aus an der Stelle. Das heißt, wir müssen auch ein System haben, in dem sozusagen das Ineinandergreifen, in dem die Kooperation, in die Kommunikation verbessert wird. Und das kann nicht dadurch geschehen, dass man sozusagen hier etwas freilässt, sondern man muss auch dann schaffen, dass wir eine mögliche Zugänglichkeit haben, eine Zugangsgerechtigkeit haben, die auch für den einzelnen Patienten spürbar ist. Und das ist kein Gefühl. Ich habe genauso viele Geschichten, die sich an uns wenden. Es ist nicht nur das Gefühl, es ist Realität. Und die Realität sagt uns, es ist eine ungleiche Situation des Zugangs zum medizinischen System, je nach sozialer Schicht. Das kommt ja noch dazu. Und je nachdem, wo Sie wohnen. Und das ist sozusagen eine Zugangsproblematik, die wir in den letzten Jahren mehr und mehr aufgebaut haben. Und wir arbeiten das mal Stück für Stück ab, was man da vielleicht ändern könnte oder wo die Fehlanreize sind. Herr Dr. Lanzendörfer, wie machen Sie das denn? Also Sie sagen, Sie sind jetzt der gute Arzt hier in der Runde. Danke. Ja, aber wie machen Sie das denn, wenn Sie dicht sind und da kommt noch jemand und sagt, ich habe hier einen Schein und ich komme mit meiner Familie, bin gerade hergezogen, Tag.
Also zuerst ärgere ich mich mal, weil wieder ein Stück Freizeit weg ist. Aber das ist doch mein Beruf. Es wäre ja irgendwie fatal, wenn ich sagen würde, mir ist es eigentlich alles wichtiger. Ich arbeite an manchen Tagen länger, dafür an anderen kürzer. Das gleicht sich doch aus. Also ist es zumutbar? Was ist denn für Sie kürzer? Wir haben Sie abends um 10 mal angerufen, weil wir noch was abklären wollen. Da waren Sie im Labor. In der Praxis, ja. In der Praxis und haben da noch Dokumentation und sowas gemacht. Das ist eine Freundin von mir, macht das auch abends noch. Ist das so, dass man sagen muss, wenn ein Beruf zum Hobby wird, ist ja egal, wo man abends ist? Sind Sie verheiratet? Ich glaube. Ja. Schön, dass Sie Ihre Frau. Die ist Krankenschwester. Ja. Augen auf also, bei der Partnerwahl. Nein, ist, die ist Krankenschwester und ist ja noch mehr weg als ich. Ja. Nein, es ist natürlich so, ich bin faul und deswegen fange ich auch um 6 Uhr morgens an. Dann mache ich das in aller Gemütsruhe. Aber bevor jetzt die Heiligsprechung über Ihren Hinterkopf erscheint. Die wollten noch nachher beim Sekt machen. Ja, gut. Genau. Aber die Frage ist ja, kann man das von Ärzten verlangen? Ja. Das, man kann das auch Selbstausbeutung nennen, was Sie machen. Das ganze Problem wird aber begrenzt durch dieses, ich sag's mal, elende Zeitbudgetierung. Ein sehr schönes Beispiel hatten Sie uns gerade gegeben, dass Sie aufkündigen wollten. Mit jeder Ziffer, mit jeder Leistung, ob es Ultraschall ist oder sonst auch was immer, wird auch ein Zeitbudget eingesetzt. Und dann kriege ich auf einmal eine Nachricht von meiner KV, du hast zu lange gearbeitet, das gibt Abstaffelungen. Mhm. Ich kann es sein lassen, aufzuschreiben, aber das will ich auch nicht. Sie haben jetzt das Stichwort genannt und ich glaube, damit alle der Diskussion folgen können, definieren wir mal zwei Begriffe. KV, was ist das eigentlich? Kassenärztliche Vereinigung, wissen wir. Und wie werden Ärzte wie Sie eigentlich bezahlt? Und wenn wir das geklärt haben, reden wir weiter. Einverstanden? Das war ein gutes Stichwort. 17% der Privatpatienten müssen länger als 3 Wochen auf einen Termin beim Facharzt warten. 17% der Privatpatienten müssen länger als 3 Wochen auf einen Termin beim Facharzt. Sehen Sie, wenn das einem Arzt passieren würde, dann hätte man vielleicht schon einen Kunstfehler gemacht. Ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Ist jetzt überhaupt nichts passiert. Dem Arzt darf das nicht passieren. Jetzt machen wir es nochmal richtig. Ja? Wir drücken die Daumen. Am besten machen Sie das. Drücken Sie hier drauf, Sie können das besser. Genau. Die kassenärztlichen Vereinigungen bilden die Selbstverwaltung der Kassenärzte und Psychotherapeuten in den Bundesländern. Die Aufgaben der KVen. Sie handeln die Honorarverträge mit den Krankenkassen aus. Sie verteilen diese Honorare unter den Ärztegruppen. Sie sorgen überall in Deutschland für Arztpraxen, die die medizinische Versorgung der gesetzlich Krankenversicherten rund um die Uhr und über das ganze Jahr gewährleisten. Wie verdienen Ärzte ihr Geld? Für jeden gesetzlich Versicherten, der zum Arzt geht, bekommt ein Arzt einmal im Quartal eine Pauschale ausgezahlt. Für das normale In-Augenschein-Nehmen beim Hausarzt gibt es beispielsweise rund 40 Euro. 40 Euro sowohl für den Teenager, der nur einmal in 3 Monaten vorbeikommt, als auch 40 Euro für die Seniorin, die jede Woche in der Praxis steht. Und die Gesamtvergütung für diese Pauschalen ist gedeckelt. Ist das Budget aufgebraucht, sinkt bei weiteren Patienten die Bezahlung für das normale In-Augenschein-Nehmen. Herr Spahn, kann man von Medizinern verlangen, dass sie ab einem gewissen Punkt, meistens am Ende des Quartals, quasi umsonst arbeiten? Nee, die Frage ist ja andersrum. Das System ist in Teilen so, ja, in bestimmten Bereichen. Und das ist auch ein Problem, offenkundig an bestimmten Stellen. Die Frage ist nur, gibt es eine bessere Lösung? Warum gibt es überhaupt sowas wie Budgets oder Abstaffelung? Oder warum eigentlich? Ja, warum, kann ich Ihnen sagen. Ich nehme alle Ärzte aus, die Sie kennen und meinetwegen auch alle, die zuschauen. Aber die Erfahrung ist einfach die, und das ist in vielen Bereichen des menschlichen Lebens so, wenn es eine Leistung zu festen Euros unbegrenzt oft bezahlt gibt von jemand Drittem, Krankenkasse oder Krankenversicherung, dann ist zumindest eine Tendenz da, dass sie häufiger gemacht wird, als es im Zweifel nötig wäre. Das ist ein Problem, das die Privatversicherung in bestimmten Bereichen sogar hat. Ja. Und das wir im gesetzlichen System dann auch hätten. Das heißt, es ist der Versuch, ich sage gar nicht, dass es die Ideallösung ist, ist der Versuch, begrenzte Ressourcen zusammenzubringen mit
irgendeinem Maß, wie man vernünftig bezahlt. Ohne, Teilen Sie da die Ansicht? Ja, absolut. Ich sage immer, das ist wie mit dem Camembert, bringe ich immer den Vergleich. Wenn Sie in den Supermarkt gehen, dann können Sie sehen, da ist eben der Kunde, der kauft den Camembert und kauft ihn nicht. Und Sie sehen, okay, so groß ist also die Nachfrage. Aber es hat der Spanier eben erklärt, dass es eben hier dieses problematische Dreieckskonstrukt gibt, dass jemand anders das bezahlt, als der, der es in Anspruch nimmt. Die Kasse bezahlt, der Patient konsumiert dieses Produkt. Und da ist es eben so, dass sich dann in diesem Medizinmarkt, der eben kein normaler Wirtschaftsmarkt ist, das Angebot sich die Nachfrage schafft. Das heißt, natürlich habe ich als Arzt den Anreiz zu sagen, hey, ich habe mir gerade ein neues, tolles kardiologisches Gerät gekauft und ich glaube, Sie haben da was am Herz. Die ganze Zeit, was der Camembert damit zu tun hat. Es geht halt darum, dass der Patient eben nicht weiß, brauche ich dieses Produkt. Aber das war ja das, was mittlerweile bezogen auf die Herr Professor Gläske, wir haben ja mittlerweile ein nicht geringen Teil der ärztlichen Grundversorgung rausgenommen aus den Budgets. Es ist ja nicht so, dass das da immer noch abgestaffelt würde, weil wir die Probleme haben. Wir haben in unterversorgten Gebieten sowieso und da, wo die Arztdichte geringer ist, wird mittlerweile auch jede einzelne Leistung bezahlt. Und ich finde, wir müssen darüber reden, ob wir das in bestimmten Bereichen noch weiter ausweiten, möglicherweise umschichten auch im Rahmen des Budgets, das da ist. Das Budget ist übrigens immer mehr geworden in den letzten Jahren. Ist ja nicht so, als wenn es weniger geworden wäre. Und ich finde, wir müssen dann noch mal genau hinschauen, wo liegt eigentlich das Problem. In bestimmten Regionen haben Sie das Problem, da können Sie noch so viel Geld erstmal zur Verfügung stellen, wenn kein Arzt da ist. Bringt das für sich genommen auch nichts. Und dann will ich den Ärzten auch, die tun alles, wie Sie auch, die sind bis abends um 10 in der Praxis, um Patienten zu versorgen. Und irgendwann geht aber trotzdem bei allem Engagement nicht mehr. Und dann steht, wie in manchen Landstrichen, auch meinetwegen in Ostdeutschland gibt es da einige Situationen, morgens um 8 vor der Augenarztpraxis eine 100 Meter lange Schlange, weil niemand anders in der Nähe ist. Dann geht es um die Frage, wie machen wir es attraktiver, in den ländlichen Raum zu gehen. Das ist nicht nur eine Geldfrage. Sie haben öfter im Zweifel Notdienst am Wochenende, hat auch was mit Lebensqualität zu tun für manche. Sie sind im Zweifel auch ein Einzelkämpfer mit wenig Kollegen drumherum. Im Zweifel ist die Stadt attraktiver, gibt es eine ganze Reihe von Themen. Und dann haben wir andere Bereiche, da müssen wir drüber reden, ob nicht eigentlich genug Ärzte da wären, um gut zu versorgen, aber ob die Anreize da falsch gesetzt sind, um Patienten nicht eben kurzfristig reinzunehmen. Ich finde halt nur eins wichtig, es gibt nicht so das eine Instrument, mit dem man da rangehen kann, sondern wir sind schon seit ein paar Jahren ja da auch dahinter, sondern wir werden eine ganze Reihe von Maßnahmen machen müssen und auch einzelnen Situationen regional gerecht werden müssen. Zwei, drei Instrumente werden wir uns gleich angucken. Herr Gassen, ich würde Sie gerne noch mal fragen, wir haben ja gerade erklärt, wie Sie als Kassenarzt zu Ihrem Geld kommen. Ich glaube, niemand arbeitet gerne für lau. Und wenn Sie dann am Ende des Monats sagen, okay, das ist ein dringlicher Fall, oder wie wir es von Frau Leite gehört haben, die hat dann ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, und Sie sich erweichen lassen, allein schon an den Vokabeln merkt man ja, dass da irgendwie ein schiefes Verhältnis reinkommt. Wie wollen Sie vermeiden, dass, wenn Sie Ende März noch einen Kassenpatienten reindrücken als Orthopäde, der nicht mehr laufen kann mit dem Knie, dass das so ein bisschen wie ein Gnadenakt rüberkommt, nach dem Motto, ja, den nehme ich mal und als Patientenseite bin ich dann dankbar, dass Sie mich noch aufgenommen haben? Also erstmal wäre das für mich eine absurde Situation. Also ich habe ja nun auch eine Praxis, das geschieht so nicht. Aber und dass die Kolleginnen und Kollegen sich die Patienten angucken, das haben wir gerade gehört und das belegen ja auch die Abschaffungsquoten. Wenn es denn so wäre, dass Patienten in dem Moment, wo das Budget aufgebraucht ist, nicht mehr angenommen würden, dann hätten wir zum Beispiel in Nordrhein nicht eine Abstaffelung bei den Fachärzten von 17%. Heißt übersetzt, für 1 Euro, den Facharzt an Honorar eigentlich erbringt, bekommt er in dem Fall 83 Cent ausgezahlt. Also die Ärzte machen ja mehr, als das Budget hergibt. Wir haben, das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises, es soll schnell, gut und billig sein. Denn dieses Budget ist ja nicht aus Jux und Dollerei eingeführt worden und auch die Bedarfsplanung ist nicht aus Jux und Dollerei eingeführt worden. Man hat damals einen Gesamtvertrag quasi geschaffen und hat gesagt, wir haben eine gewisse Summe Geld, mehr will die Gesellschaft und soll sie nicht ausgeben. Da gibt es Krankenkassenbeiträge, die nicht ins Bodenlose, in ungeahnte Höhen steigen sollen. Wir haben eine Menge an Ärzten und wir haben einen erwarteten Behandlungsbedarf. Jetzt ist man an dem Punkt angekommen, dass dieser Behandlungsbedarf offensichtlich immer mehr wird. Wir haben in den letzten 7 Jahren über 10% Zunahme am Behandlungsfällen gehabt. Wir liegen jetzt bei knapp 600 Millionen Behandlungsfällen und 1 Milliarde Arzt-Patienten-Kontakten in Deutschland. Die Ärzte sind aber nicht so viel mehr geworden und sie sind nicht nur nicht so viel mehr geworden, sie sind auch in anderen Berufsverhältnissen tätig. Wir haben mehr angestellte Ärzte. Und das Beispiel des Kollegen, der 50, 55, 60 Stunden arbeitet, ist ja das klassische Einzel- oder Gemeinschaftspraxismodell, was ganz viele Kollegen in der Vergangenheit gefahren haben. Wenn das heute angestellte Kolleginnen und Kollegen sind, dann arbeiten die, wenn es hochkommt,
Arbeitszeitschutzgesetz, maximal 40 Stunden. Dieses Delta können Sie aber nicht beliebig auffüllen. Und eins noch, dazu haben wir eine Situation, und die muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Vor der Wiedervereinigung gab es in beiden Teilen Deutschlands rund 15.000 medizinische Studienplätze. Nach der Wiedervereinigung haben wir noch 10.600. Also wir haben bereits seit 25 Jahren immer weniger Ärzte ausgebildet, parallel einen steigenden Bedarf. Und irgendwann muss man dann einfach mal Konsequenzen ziehen. Die werden ja jetzt zum Teil auch gezogen, aber das geht halt nicht über Nacht. Und insofern ist das Problem nicht ganz so trivial aufzulösen. Und man müsste sonst überlegen, wie kann man es hinbekommen, und das ist natürlich schwierig, die Patienten nach Dringlichkeit der Versorgung zuzuführen. Und das